Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich gerne nochmal dieses Team hier spielen. Das habe ich mir spontan überlegt und es gefällt mir auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Ich habe einen Gengar mit, ein Irokex und ein Kryptosumpex. Ich decke sehr, sehr viele Typen ab. Flug könnte durch meine ersten beiden Pokémon nervig werden und auch durch die Sofortattacke meines letzten Pokémon. Das heißt, Tauboss wird nicht unbedingt das beste Ding sein, was ich besiegen kann. Ich fasse es nicht. Wer ist dieser Algorithmus? Es wird ja lächerlich jetzt gerade, ne? Es wird ja gerade echt lächerlich. Ich fasse es nicht. Ich begreife es wirklich nicht. Es will mir nicht in den Kopf gehen. Ich sage, Flug ist nervig, vor allen Dingen Tauboss, und dann sagt sich das Spiel, hey, wir haben alles gehört. Du findest also Flug doof, gerade Tauboss, Gönnen wir dir. Ich habe den Fokusstoß, dieser verursacht dennoch sehr, sehr viel Schaden. Darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und jetzt gehe ich raus und fange an, hier rumzuprügeln. Bitte schwäch mich nicht ab. Du wärst echt doof. Ne? Ich würde dich doof finden, wenn du mich jetzt abschwächen würdest. Du bist doof. Ich mag dich nicht. Ich kann dich nicht leiden. Okay, das ist gerade gar nicht so tragisch. Ich habe noch einen Schild, den brauche ich auch zu 100% bei meinem Gengar, denn mein Sumpex hat kein Interesse, gegen dich zu kämpfen. Gar kein Interesse. Au, hast du noch ein Kobalium hinten? Ich denke, dass du noch ein Kobalium hinten hast, weil das Team gibt es tatsächlich und da habe ich gar nicht so viele krass gute Karten gegen. Das wird mies für mich. Das wird wirklich, wirklich mies. Unangenehm, mies, doof und stinkig. Jetzt bin ich gerade bei meinem normalen Angriff. Tauboss hat mich um 2 Stufen geschwächt. Jetzt bin ich wieder bei meinem normalen Ausgangspunkt, den ich normalerweise immer von meinem Angriff habe. Weshalb das nicht das geilste Matchup ist. Überhaupt nicht. Eine Laubklinge zimmert mich mittlerweile extrem weg. Du hast noch beide Schilde. Ich kann gerne versuchen, Gengar zu schilden, wird mir aber nicht allzu viel bringen, weil dann die nächste Attacke hinterhergezimmert wird. Geh auf Laubklinge, die Attacke macht mehr Schaden. Oh, es ist so mies, ne? Komm, weißt du was? Das wird nichts mehr. Viridium nimmt mich gerade hops, das bekomme ich leider mit meinem Sumpex in der Backline. Mit einem Schildnachteil und gegen ein Pokémon, welches extrem viel Energie hat, leider nicht mehr hin. Ah, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich habe mir hier ein Team überlegt, was wieder ein bisschen spicy ist, aber ich hatte mega Bock drauf. Egal, das war nur der erste Kampf von 5. Also es folgen noch 4 weitere. Barrikadax, auch nicht geil. Aber hiermit mache ich erstmal fetteren Konterschaden, als du mir zufügst. Du gehst raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich werde nicht ködern. Ich denke, ködern wäre hier ein Fehler, weshalb wir das nicht machen. War es eine gute Entscheidung? Tatsächlich. Das heißt, zack, jetzt hast du deine Nitro-Ladung. 2 weitere Einäschern für die nächste Nitro-Ladung. Du kannst jetzt auch auf Sturzflug gehen, würde ich aber nicht empfehlen. So, jetzt brauchst du noch 2 weitere. 1, 2, 3, 4. Ich bekomme zumindest ein Schild. Runterfarmen könnte, glaube ich, nicht drin sein, ohne dass ich noch mit Attacken um mich werfe. Von daher, mal schauen, was passiert. Perfekt. 1, 2, 3, aha, jetzt setzt du ein, das wird die nächste Nitro-Ladung sein. Ist eigentlich okay. Ich gehe jetzt in Gengar und farme komplett. 1, 2, du hast jetzt leider gleich wieder eine Attacke. Gehst du vorher noch drauf? Perfekt. Du tust mir aber mit einem Move drüben weh, ne? Tust du tatsächlich. Ich könnte jetzt versuchen, etwas abzufangen. Hab aber die Sorge, dass es zu riskant wird. Barrikadax und Dings gefällt mir. Okay, du setzt noch nicht ein. Wenn ich jetzt schilde und auf den Fokusstoß gehe, ist das zu offensichtlich? Ist das zu offensichtlich für den Gegner? Wahrscheinlich ja, ne? Warum sollte man sonst so spielen? Warum sollte man sonst so spielen? Bitte, dieser würde dich unnormal wegzimmern und ich wäre sehr froh über diese Situation. Nein, natürlich nicht. Warum auch die Attacke durchlassen? Jetzt muss ich in Sumpex und schauen, was wir hier geregelt kriegen. Dein Team ist nervig, aber es gefällt mir. Hey, das mag ich. Irgendwie hat das was. Leider bin ich jetzt in einer Situation, die ich nicht unbedingt mag. Ich kann hier Schaden verursachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich runtergefarmt kriege mit meinem Gengar, liegt quasi bei 0. Ich brauche aber unbedingt einen Fokusstoß drüben.
Du hast drüben auch eine Attacke ready. Ich gewinne aber Gleichstände. Kann ich dich runterfarmen? Das ist mein einziger Weg, ne? Strauchler zimmert mich weg. Ich muss jetzt komplett Farm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe keine andere Wahl, als hier zu schilden, runterzufarmen und hoffen, dass die Wechseluhr noch nicht ready ist. Anders kann ich das nicht mehr gewinnen, weil Gleichstände gewinne ich. Zack, Fokusstoß ist ready. Gleichstand gewinne ich. Wir dürfen dir den zimmern und das war's. Huh, der Shepard. Gengar, Fokusstoß, Barrikadax, adios. Sehr geil. Beide Typen schwach dagegen und der hier zimmert. Tschüss, mein Freund. Ja, das war halt mein Plan, ne? Ich wusste, dass ich den Schild ruhig gegen Cresselia nutzen kann, da ich den Fokusstoß ready haben werde und auch Gleichstände gewinne, weil mein Angriff höher ist. Ja, okay. Verheerend hätte sein können, wenn er die Attacke so timed oder das alles so in die Zeit gezögert, herausgezögert wurde, dass die Wechsel ready ist, weil er hätte mich snipen können. Er hat eine Attacke ready, das heißt einfach rauswechseln, Nachthieb und Ende wäre es gewesen. Da die Wechsel aber noch nicht ready war, geht das hier, resistiere ich alles. Und ich brauche danach den Wechsel. Denn es gibt ein paar verschiedene Gründe, weshalb ich das nicht gerade geil finde, mit meinem Sumpex gegen dich kämpfen zu müssen, weshalb ich hier alles dafür geben werde, dich zu besiegen. Ich resistiere zwar deine Attacken danach, mir ist aber durchaus bewusst, dass du trotzdem viel Schaden raushauen wirst. Du bist halt ein Krypto, ne? Komm, wir schilden das. Wir schilden das. Es wird resistiert, aber der Schaden wäre crazy. So, okay. Ich hätte auch in Irokex gehen können. Problematisch wäre für mich die Situation, weil der Gegner einfach Fokusstoß hat und der zimmert bei mir ordentlich rein. Da meine anderen Pokémon kein so schlechtes Matchup haben, habe ich mir gedacht, spiele ich das so aus. Ich werde eine Attacke überleben können und danach vielleicht runterfarmen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das macht wie viel? Ja, okay, jetzt muss ich nur noch farmen können. Wenn das aufgeht, wäre es genial. Es sieht aber nicht ganz danach aus. Nein, tut es leider nicht. Oh, hätte ich einsetzen müssen? Ich hätte dann aber, glaube ich, keine Attacke mehr geschafft. Dich hier wegzuhauen, finde ich aber auch nicht tragisch, weshalb wir hier ganz entspannt runterfarmen können, weil du die Möglichkeit... Oh, 1, 2, 1, 2 und einsetzen. Nach den nächsten zwei Attacken hast du nun mal deine erste Lohe-Karonade und die würde reindrücken. Das heißt, 1, 2, einsetzen. Wirst du jetzt den nächsten Move nehmen? Setzt du ein? Lässt du locker? Was ist dein Plan? Gehe ich jetzt einfach in Irokex? Ja, ne? Komm. Du wolltest nämlich Farm. 1, 2, 1. Okay. Das müsste ich überleben können. Danach brauchst du immer noch zwei weitere Attacken. Eine weitere für den nächsten. Das heißt, 1, 2 einsetzen, bevor deine Energie ankommt. Das hier ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Gengar mit einem Schild sollte beide runterfarmen können. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du setzt ein, okay. Du hast drüben eine Attacke ready, weshalb ich hier nicht schilden darf. Ich krieg dich doch gefarmt, oder? Komm schon. Sag mir nicht, dass ich draufgehe. 1, 2, 3. Ich darf hier nämlich nicht schilden. Okay, du brauchst noch mehrere Sofortattacken. Und das war's. Ich habe noch ein Schild. Deine Lohe-Kardonade, die du noch ready hast, nützt dir nichts, da ich die einfach schilden kann, du keinen weiteren Move schaffst und ich dich einfach runterfahre mit Sofortattacken, ist dir ebenfalls bewusst gewesen, weshalb du rausgehst. Schöner Kampf. Gengar gefällt mir. Gengar finde ich gar nicht verkehrt. Aber auch ein schönes Team hat was. Hat auf jeden Fall was. Du bist in der Backline schon ganz nett aufgestellt gegen gewisse Typen. Du deckst halt generell viel ab. So, Cresselia mag ich. Mag ich ganz gerne. Ich könnte ja auch Oh, du gehst raus. Du gehst raus. Ich drücke dir die erste Attacke und gehe dann ebenfalls. Eigentlich dürfte das hier kein Gleichstand sein, da ich zur ersten Attacke ausholen müsste wegen deinem Wechsel. Aha, perfekt. Jetzt hast du nämlich deine erste Attacke. Ich ziehe ein Schild, was natürlich für mich gut ist. Ich hätte mich schon gewundert, wenn das geklappt hätte mit deinem Attackenabfangen bzw. rausgehen, dass wir dann immer noch gleichzeitig zum Move kommen. Das würde nicht klappen, oder? Eigentlich dürfte das nicht gehen. Denn wenn du rauswechselst, mache ich eine Sofortattacke und danach bist du ja bei Null mit deinem Giratina.
diesen Bug, dass man während des Wechselns direkt ausholt, der ist ja nicht mehr. Der ist ja schon seit einigen Seasons quasi gefixt. Manchmal passiert es irgendwie trotzdem noch. So, das hier drückt Schaden. Und an sich sieht das nicht allzu schlecht aus für mich. Da ich deine Sofortattacken hier resistiere und auch mit meinem auch bei deinem Dings resistiere, Cresselia, lohnt es sich aktuell noch nicht ein Schild zu investieren. Denn ich habe die Hoffnung, dass meine Backline auch dein letztes Pokémon in den Griff kriegt. So, Cresselia kommt. Wie gesagt, Sofortattacken resistiere ich. Du kannst auf den Strauchler gehen. Den müsstest du jetzt vor mir haben, setzt er aber nicht ein. Sehr interessant. Dann komme ich hier nochmal zur Attacke. Das Schöne ist ja, dass mein Unlichttyp das Fette resistiert, was du hier einsetzt. Also bekomme ich fetten Schaden raus. So, das gefällt mir. Du setzt ein. Du nimmst mich jetzt quasi raus. Ich habe immer noch zwei Schilder. Und ich hoffe, egal was da hinten ist, dass meine anderen beiden Pokémon das hinbekommen. Du zeigst mir einen Strauchler. Das wiederum bedeutet, Sumpex ist nicht sicher. Ich werde jetzt hier schilden. Du könntest einen Seher haben. Wäre interessant, spielt man nicht so häufig. Nur einen Strauchler. Aber auch den würde ich jetzt schilden. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte mir noch einen gönnen können. Ich hätte mir noch einen Move gönnen können. Gönnen können. So, was ist dein... Oh nein, du überlebst das. Ah, seht ihr, noch einen Move mehr wäre es gewesen. Ist das ein Fehler, das durchzulassen? Ist das... Nein, das war richtig. Das war wichtig und richtig. Und das siehst du auch ein, mein Freund. Oh, Sumpex. Uff. Ich mag dieses Pokémon, was der Gegner da hat. Da der Meteorstrahl, der ist krass. Den hat man durch Pulverschnee relativ früh, 7 oder 8 Sofortattacken, ich glaube sogar 7. Nach 5 hat man den Meteorologen, dann bei 7 hat man, glaube ich, den Move und der steigert zu 100% den eigenen Angriff. Nur dieses Pokémon darf nicht gegen Kampf treffen, denn beide Typen sind schwach gegen Kampf, so wie bei einem Barrikadax, auch schwach gegen Kampf. Das heißt, Irokex da wäre fett gewesen, Schlaraffel. Ich könnte versuchen, abzufangen. Du bist jetzt bei deiner ersten Attacke. Du hast deine zweite, 3, 4 und Abfang. Ich fange leider keinen Knirscher ab. Das würde mich freuen, weil der resistiert wird. Aber auch so habe ich Energie und konnte dir quasi... Lugia finde ich sehr spicy. Hat auf jeden Fall was. Gefällt mir. Deine Sofortattacken sind sehr... sind neutral, aber deine Ladeattacken sind sehr effektiv. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Wenn ich dich weit genug runterbekomme, sieht das ganz danach aus. Oh, bitte mach noch nichts. Perfekt. Oh, ich bekomme ein Schild. Wenn ich dich weit genug runterkriege, könnte ich vielleicht später gegen Schlaraffeln Fokusstoß drücken. Ah, du gehst einfach drauf. Sauber. So geht's natürlich auch. So, 1, 2, 3, 4. Du hast eine Drachenklaue, setzt du nicht ein, jetzt im Gleichstand? Nein, du farmst einfach komplett. Irokex, der Game Changer. Sehr nice, sehr, sehr nice. Zack. Oh, du willst einfach nichts einsetzen. Interessant, sehr interessant. Du hast mehrere Attacken ready. Sehr, sehr viele sogar. Ich weiß nur nicht, wie ich das jetzt am besten spiele. Gehe ich jetzt einfach raus, weil ich dich auch... Oh nein, jetzt denkt er sich, oh, ist er doof, der wechselt ebenfalls. Na, guck mal, jetzt lasse ich das durch. Wir lassen einen durch. Die Frage ist, ob er jetzt denkt, dass ich Mist gebaut habe oder ob er das respektiert. Ich habe jetzt in meinem Kopf versucht zu überlegen, was ist offensichtlicher, wenn ich es durchlasse oder wenn ich es schilde. Bitte rechne nicht damit. Perfekt, ich wusste es. Ich habe es erahnt, wenn ich es durchlasse, dass er glaubt, dass das nicht der Move ist. So, jetzt wird spannend. Du hast mehrere Drachenklauen, aber ich müsste die Hoffnung haben, dich komplett runterzufarmen. Ich hatte jetzt in meinem Kopf die Überlegung, wenn ich jetzt diesen Knirscher schilde, wird er wissen, dass ich Fokusstoß habe. Warum sollte ich einen Gengar in einem so schlechten Matchup sonst schilden? Geh mit 2 Schilden drauf. Deswegen habe ich gedacht, hey, ich nehme den Schaden. Ich weiß zu 100%, ich überlebe das und überrasche dich dann mit der Attacke. Ich bin auch gleichzeitig mit dir gewechselt, damit du denkst, dass das ein Versehen war, dass ich rausgegangen bin. Ich habe es versucht,
zu kalkulieren. Hätte jetzt auch extrem in die Hose gehen können. Ich bin aber sehr froh, dass es funktioniert hat. Und das Team hat ebenfalls geklappt. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir hat es schon wirklich viel Spaß gemacht. Das Team war cool. Ich fand es sehr, sehr nice. Fokusstößchen kommt immer gut. Rechnen viele nicht mit. Spukball oder auch Matschbombe sind da gängiger, aber ich habe da gerne den Überraschungsfaktor. Ey, was ist los mit dir? Denn ein Fokusstoß von diesem Pokémon, der zimmert unnormal krass. Wenn du jetzt durch die Beere und Hyperball und dem Wurf jetzt hier noch rauskommst, ey, dann habe ich keinen Bock mehr auf dich. Ja, leider nur großartig, aber du bist auch drin geblieben, perfekt. Wie gesagt, Feedback rein zu diesem coolen Team. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.